Hallo ihr Lieben, ich bin's Sally und heute gibt es ein kleines Update-Video von mir. Ich möchte euch meinen neuen Claim zeigen, denn ich bin umgezogen. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Sanftes Meeresrauschen, die Wellen am Strand. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen was zu dem neuen Patch erzählen, denn es wurde Wasser als Baumaterial reingepatcht und damit kann man wirklich ziemlich coole Sachen machen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß! So, hier seht ihr schon mein kleines Leuchtfeuer am Strand. Und ich muss sagen, wie diese 3D-Wellen da sich an der Küste brechen, das ist schon jedes Mal wieder absolut beeindruckend. Und ich möchte jedes Mal wieder reinhüpfen und vielleicht eine kleine Runde hier durch den Ozean schwimmen. Aber in diesem Video möchte ich euch gar nicht diese Art von Wasser zeigen. Aber es gehört ja ein bisschen mit zu meinem Plan. Jedenfalls seht ihr hier schon so ein bisschen Treibgut, das sich hier angesammelt hat. Ein kläglicher Versuch, schon mal ein bisschen mit der Deko zu beginnen. Und ja, ich bin nach Spring gezogen, nach wie vor natürlich auf Understanding. Spring ist ein T3-Gebiet mit den Biomen Old Growth Forest und Dschungel. Ich liebe einfach das Dschungelbiom, das gefällt mir am allerbesten. Und hier seht ihr meine altbekannte kleine Hütte, an der ich schon angefangen habe zu bauen. Ein bisschen größer, ein bisschen dickere Wände. Der Sockel fehlt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, nur damit ich es erwähnt habe. Ja, also das ist mein kleines Projekt, an dem ich hier seit einiger Zeit ein bisschen rumbaue. In meinem Livestream habe ich da auch einiges von mitgefilmt. Wer sich das anschauen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich habe die Livestreams mittlerweile auch alle auf YouTube hochgeladen. Da würde ich mich auch total über Feedback freuen, ob ihr die überhaupt auf YouTube sehen möchtet, ob euch das interessiert, ob ihr das langweilig findet, weil es ja doch immer schon ziemlich viel Material ist. Ob ich das als ganze Stunde veröffentlichen soll, weil die ja doch immer etwas länger sind. Oder ob ihr das besser findet, so wie ich es jetzt gemacht habe, nämlich in Häppchen, sodass es jeden Tag so ein 15-minütiges Video gibt, damit es dann auch nicht so lange zum Gucken ist. Ja, das eben zu meiner Hütte. Hier der Claim ist wirklich direkt am Strand. Huch, what the hell ist hier mit dem Baum los? Auf der Karte, wenn ihr mich besuchen kommen wollt, könnt ihr mich natürlich einfach über die Gallery finden oder auf Spring einfach vom Portal Spire nach Osten laufen. In einer ziemlich geraden Linie kommt ihr bei mir an. Ich habe hier auf dem Weg hierher auch schon ein paar sehr coole Claims gesehen. Ich werde hier in meiner neuen Nachbarschaft natürlich weiterhin erkunden gehen und möchte hier auch nochmal den Aufruf starten, wenn ihr möchtet, dass ich bei eurem Claim vorbeischaue und den mal zeige in einem Video oder wenn ihr jemanden kennt, dessen Claim ich unbedingt vorstellen soll. Ich habe schon gute Tipps von euch bekommen. Schreibt mir einfach auf Facebook, Twitter, hier auf YouTube einen Kommentar. Ganz egal, es wird mich schon erreichen. So, und jetzt zum viel wichtigeren Teil, nämlich Wasser als Baumaterial. Absolut irre. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was dieser komische kleine Pfützenteich hier macht und warum der so super markiert ist. Ja, da drinne ist Wasser, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Es ist ein bisschen anders animiert und die Devs möchten auch extra darauf hinweisen, es ist kein dynamisches Wasser. Also wenn ich jetzt hier was rauslösche von der Wand, dann wird das nicht rausfließen. Ihr seht, da wird dann auch gleich das Wasser mit rausgelöscht. Also es ist nicht dynamisch, sondern verhält sich eigentlich fast wie ein normales solides Baumaterial, aber wenn ihr reinspringt, dann seid ihr im Wasser. Und ich habe mir hier mit dem Wasser, mit der Animation, die noch nicht so ganz ausgereift ist, wie ihr seht, das geht über das Gras hinaus. Jedenfalls kann man sich mit dem Wasser eine ganz nette Sache machen. Und zwar habe ich mir hier einen Aufzug gebaut, mit dem man in den Keller gehen kann zum Lachen oder... Okay, der war jetzt ein bisschen flach, wie immer. Aber jedenfalls kann man in dem Wasser schwimmen, was wirklich super ist. Also ein Baumaterial, das nicht rumfließt, aber ihr könnt drin schwimmen. Und ja, dementsprechend euch darin rauf und runter bewegen. Ich finde es genial. Freue mich natürlich auch schon absolut aufs dynamische Wasser, das dann vielleicht ein bisschen wegschwappt. Wie kommt ihr jetzt ans Wasser? Wenn ihr hier in euer Baumenü geht,
und dann auf Materialien klickt, die Flüssigkeiten, dann werdet ihr wahrscheinlich am Anfang erstmal hier das Wasser nicht haben. Und das liegt daran, dass man Wasser erstmal craften muss. Und zwar kann man sich aus Eis oder aus Schnee craften. Das werden wir jetzt vielleicht gleich mal schnell tun. Natürlich habe ich wieder überhaupt nichts vorbereitet. Jetzt muss ich mir hier in meinen Keller erstmal... ich glaube, das war... Was war es denn überhaupt? Wasser, war es der Alchemietisch? Lass mich das kurz suchen. Nein, das ist der falsche. Ah ja, hier. Alchemy Station. Baue ich mal hierher. Und wenn ihr den anklickt, dann findet ihr schon einen neuen Menüeintrag, und zwar Liquid. Und hier könnt ihr zweimal Wasser craften. Zweimal deshalb, weil ihr es eben einmal aus Schnee und einmal aus Eis craften könnt. Und dann könnt ihr hier ganz normal, wie andere Materialien auch oder andere Sachen auch, das einfach herstellen. Und sobald ihr das gemacht habt, dann habt ihr in eurem Baumaterialienmenü auch unter Flüssigkeiten Wasser als Baumaterial. Hat natürlich nur eine Textur. Ich wähle es mal aus. Gehe wieder rauf, weil da habe ich ein bisschen mehr Platz. Und ja, könnt ihr ganz normal mit dem Add-Tool Wasser hinbauen. Und es verhält sich wirklich wie ganz normales Baumaterial. Sieht ein bisschen komisch aus. Das Coole ist einfach, ihr könnt da durchgehen. Und wenn es tief genug ist, dann schwimmt er auch da drin. Wir können ja mal hier einen kleinen Pool bauen. Indem wir vielleicht einfach einen größeren Block nehmen, dann ist das Problem ja schon gelöst. So, einen Block Wasser kann ich aber bauen. Mehr Wasser habe ich jetzt noch nicht gecraftet. Und wenn ihr da reinlauft, dann könnt ihr ganz normal hier drin rumschwimmen. Sieht ein bisschen dunkel aus, vielleicht mal hier ein bisschen heller. So, das finde ich eigentlich ziemlich genial. Und es macht auch an der Wasseroberfläche die Animation. Es ist jetzt noch nicht ganz ausgereift, aber ich finde es schon mal ziemlich cool. Und ihr könnt es dann auch lustigerweise mit anderem Material übermalen. Also wenn ihr daraus jetzt wieder Schnee machen möchtet, dann könnt ihr hier das Wasser ganz normal anmalen und dann wird es natürlich wieder fest. Macht Sinn. Logisch, Wasser mit Schnee anmalen ist wieder fest und schon habt ihr hier eine kleine Eislandschaft. Mit dem Wasserpatch kamen auch noch ein paar sehr interessante neue Props mit ins Spiel, die diesmal nicht nur schön aussehen, sondern auch eine Funktion haben. Craften könnt ihr die wie immer am Tinkerers Workshop und ich möchte sie euch jetzt nacheinander vorstellen. Einmal hier die schönen Sachen wie das Holzbett, das soll auch noch in anderen Farben kommen, dieser Schrank und die Kommode. Aber das sind gar nicht die spannendsten Sachen, sondern am spannendsten sind hier die Bücherregale und der Teppich. Es gibt einmal die ganz normale Variante, die nichts Besonderes kann, einfach nur ein schönes Bücherregal, wo ihr nicht selber die Bücher reinstellen müsst, sondern die sind da schon mit dabei und dieser etwas rustikale Teppich. Aber es gibt dann noch zwei weitere Varianten des Buchs, nämlich als Geheimtür. Wenn ihr das jetzt anklickt, könnt ihr dahinter dann in den von euch gebauten Geheimgang gehen oder ein kleines Versteck. Hiervon gibt es einmal die Variante, die hinten das Scharnier hat und eine andere noch, die vorne das Scharnier hat, sodass ihr sie dann an eine Reihe von Bücherregalen anbauen könnt. Sehr coole Sache. Und das gleiche gilt hier für diesen Teppich. Einfach eine kleine Falltür darunter verstecken. Oder wenn ihr zum Beispiel eine Falltür gebaut habt, dann könnt ihr sie unter diesem Teppich verstecken und kein Mensch vermutet sie da. Diese neuen Items gefallen mir auf jeden Fall super gut und ich freue mich schon, wenn vielleicht in Zukunft mehr Items dieser Art mit ins Spiel reinkommen. Das war's von mir für heute. Diesmal nur ein kleines Update-Video. Wenn ihr Feedback habt, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Wünsche habt für Tutorials oder Ideen habt, welchen Claim ich vielleicht mal zeigen könnte. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren, hinterlasst mir eine Nachricht auf Facebook, wo auch immer ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Falls nicht, in der Beschreibung unter diesem Video findet ihr alle wichtigen Links. Ich freue mich natürlich über euer Feedback. Wie ich am Anfang vom Video schon gesagt habe, würde ich mich auch freuen zum Feedback zum Thema Livestreams. Also nicht vergessen, mir dazu einen Kommentar dazulassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!